Ja, so ist es. Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Absturzzock Let's Play bei Far Cry New Dawn. Hallo, hallo, da ist auch Nick und wir sind jetzt bereit, Prosperity auszubauen, nämlich auf Stufe 3. Was hast du denn für uns? Gut, dass du zurück bist, Captain. Du hast Joseph Seed auf unsere Seite geholt. Ich hoffe, du hast keinen zu hohen Preis dafür gezahlt. Irgendwas ist anders. Du hast dich verändert. Aber jetzt, da New Eden die Highwaymen angreift, müssen die Zwillinge einen Krieg an zwei Fronten führen. Das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen. Wir haben gute Arbeit geleistet in Prosperity, aber das reicht noch nicht. Sie sind der Schlüssel, um Prosperity wieder aufzubauen. Wenn erst alles auf Hochtouren läuft, können wir es mit Mickey und Lou aufnehmen. Und während du dich um die Anlagen kümmerst, leiste ich etwas Aufklärungsarbeit. Mal sehen, ob wir uns nicht tiefer in ihr Gebiet vorwagen können. Wir treffen uns hier, wenn du fertig bist. Endlich muss man nicht mehr okay. Im Raum sein, um mit jemandem zu reden. Das Land wird nie. Verbesserung auf Stufe 3. Wir haben wieder Strom. So, Heimkehr. Na, das ist doch optimal, oder? Was können wir jetzt hier an der Werkbank machen? Verbessern wir natürlich auch, ne? Werkbank Stufe 3. Ich bin da. Sehr cool. Einwandfrei, Nana. Wenn das Fleisch alle. Stelle Elite-Waffen her. Waffen? Ich hätte gern eine Elite-Waffe. Und zwar... Wenn ich gerade eine Schrotflinte. Das tödlichste Flickwerk in Hope County und es liegt traumhaft in der Hand. Sei sehr vorsichtig, falls du diesen Schraubendreher nochmal benutzen willst. Okay. M16, großes Werkzeug. Ist das die M16 sogar besser, ne? Halt, ich wollte mir die doch herstellen, Junge. So die oder nehmen wir die hier sogar? Ja, hier sind wir schlechter. Hier sind wir zweimal besser, außer in der Reichweite. Scharfschützengewehr, wohl die beste Waffe überhaupt aller Zeiten. Huiuiui. Aber da ist mein Scharfschützengewehr noch ein bisschen besser, was ich jetzt habe. Gut, da brauchen wir uns eigentlich gar keine Elite-Waffe herstellen, ne? Sieht echt so aus, als ob wir schon die besten Waffen haben. Die hier ist noch ein bisschen... Ah, die haben wir ja. Ich wollte gerade sagen. Ja, Tatsache. Gut, dann können wir das ja lassen. Obwohl, wir können ja einfach mal eine bauen. Wenn wir einmal hier im Menü sind, ne? Hier, wohl die beste Waffe überhaupt aller Zeiten. Teil des Space Force Motivs. Warum konnten wir die jetzt nicht bauen? Auch ein bisschen kompliziert. M16 großes Werkzeug, die können wir herstellen. Die können wir eigentlich auch herstellen, ne? Herstellen mit Materialien. So, zack. Und legen wir uns dahin, ne? Statt den Bogen. Ja, und Trophäe auch erhalten. Ist die Augen. Lass die bloß nicht verkommen. Sehr, sehr cool. So, nehmen wir auch Materialien gleich mal wieder mit. Und gehen mal ganz schnell weg von der Musik. So. Dann verbessern wir auch gleich mal die Krankenstation. Dann haben wir Waffen, Krankenstation. Krankenstation zumindest schon mal auf Stufe 2. So, was brauchen wir noch hier? Die Karte. Die Karte, Kartografie. Wäre noch mega cool. Hier oben läuft wieder Musik. Weiß, wie du diese Mauer
So, und damit hätten wir auch die Kartografie auf Stufe 3. So, sehr, sehr cool. Was haben wir hier? Heilkräutergarten. Können wir eigentlich auch noch schnell. Ha, One Wall Free. Gut, Sprengstofflabor bräuchten wir jetzt auch noch. Aber wartet mal, erstmal machen wir Nana ein bisschen stärker. Ja, ja, hier wird Gitarre gespielt, tralala, hoppala. So, Trainingslager. Haben wir so viel noch? So viel haben wir tatsächlich noch. Und damit sind unsere Helfer nämlich schon mal auf Stufe 3. Jetzt kann die Nana auch ein bisschen mehr. Und dann nehmen wir noch die Garage uns vor. Werkstatt Stufe 2. So, ich glaube, das war's jetzt. Mehr ist, denke ich mal, jetzt nicht übrig an Ethanol. Schau noch mal beim Sprengstoff vorbei, ob es vielleicht eventuell noch reicht. Ah, reicht leider nicht mehr. Haben nur noch 116. Oh, hier läuft überall Musik. Ich muss da drüber quatschen, Leute. Also, verzeiht mir. Schon kapiert, ne? Gut, mit wem muss man jetzt quatschen? Sprich mit Kim. Na aber, auf geht's. Ich glaube, irgendwas Schlimmes ist passiert. Schön, dass es dir gut geht. Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, das wert. Rush ist weg. Weiß nicht, wo er ist. Der war gerade noch da. Er wollte Informationen beschaffen, aber er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Rush ist weg. Oh, jetzt hört doch mal auf, hier so komische Musik zu spielen hier. So. Okay. Das war jetzt unsere Mission, Heimkehr. Das war's schon. Wo ist Thomas Rush? Ist der hier irgendwo verschwunden? Schauen wir einfach mal ins Logbuch. Story-Mission. Keine Mission. Abgeschlossen, Heimkehr, haben wir alles. Ja, soweit so gut. Wir haben alles. Wir haben keine Missionen offen. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt Thomas Rush irgendwo suchen gehen. Na, ist doch wunderbar, oder? Fangen wir da am blödesten an. Mal so weit weg kann er ja nicht sein, ne? Das ist jetzt die neue Waffe. Oh, und das ist ein mutiertes Bison. Liebes bisschen! Alter Schwede! Mhm. Nana geht lieber in Deckung. Nachladen, Alter, okay. 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 Ich werde hier beschossen. Nana. Hab gesagt, du sollst in Deckung gehen, Nana. Aber danke für die Ablenkung. Ich hoffe, das machst du mit niemandem, den du kennst. Nö, eigentlich nicht, Nana, aber ja, manchmal artet es ein bisschen aus. Vor allem, wenn man eine neue Waffe hat, ne? Kennst das ja. So. Danke!
So, Thomas Rush ist also verschwunden. Er hat gesagt, wir sollen New Eden noch ein bisschen ausbauen. Tja, was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Vermute ich mal, wir müssen alles auf Stufe 3 kriegen. Damit Mr. Rush, damit er wiederkommt, ne? Oder damit wir ihn finden. Aber Kim hat ja gesagt, geh ihn suchen. Schätze, komm. Dann gehen wir ihn mal suchen. Irgendwo im County. Nur wo? Und vor allem, wo verstecken sich die Zwillinge? Ich meine, wir haben die komplette Karte eigentlich aufgedeckt. Vorratslieferung entdeckt. Okay. Fahren wir dahin, wo die hergekommen sind. Okay, meine Freunde. Hier ist die Munition gleich alle. Spare in der Not. Gut, Sprengkapseln, Kackkapseln, Sprengkapseln haben wir auch wieder. Wo kann Thomas Rush sein? Da hinten ist die Vorratslieferung. Die holen wir uns jetzt auch mal schnell. Weil das Ethanol, habt ihr ja gesehen, können wir gebrauchen. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wir erst alles auf Stufe 3 bringen müssen. Wenn ich mal sterben muss, dann nur umgeben von extremem Luftdruck. Einwandfrei. Was ist passiert? So. Nachladen. Nana, machst du was? Was zum Teufel? Nana, geht's? Ja. Yeah. Ich werde deine Taten abwarten, bevor ich urteile. Von dir. So, jede Menge Pfeile haben wir wieder bekommen. Schön. Na, läuft doch. Na komm, Nana. Nee, Nana, Nana. Nee, Nana, Nana. So, hat das was gebracht? Deine Beine sind ungeschützt, mein Freund. Alter. So, damit hätten wir die Vorratslieferung auch zerstört. Haha. Aber die hätten wir abgeben können bei uns. Ärgerlich. Verdammt. So, komm. Nana, auf geht's. Eine Miss Daisy-Kommentare, klar? Geht klar. Was ist das hier oben? Was los? Okay. Zack. Etwas nächste. Dann machen wir hier über die Brücke. Zack. Das ist aber nicht hier Thomas Rush, ne? Der jetzt hier dran klebt? Nee. Gott sei Dank.
Guter Fund, guter Fund. Ja. Hier oben ist eine Hütte. Ist aber kein Außenposten, ne? Viel Glück dabei, Eden dazu zu bringen, uns zu helfen. Danke. So. Ja, da wollt eigentlich nur fressen, aber ihr uns dann frisst, ne? Nein, Nana. Alles gut. Morgen. Jemand da? Kommen wir hier rein? Waren wir hier schon? Ja, irgendwie kommen wir mit einem Seil hier rein, ne? Vom Windrad. Okay, warte mal, Kletterhaken. Hey, cool. Uiuiui. Oh, oh Gott, oh Gott. Verdammt. Muss irgendwie an das Seil kommen. Okay, hab vielleicht eine bisschen verrückte Idee. So. Ja, Mann. Morgen. Wir waren schon hier. Kotzt mich an hier. Ja, den Safe haben wir auch schon. Ach Mist. Okay, dann waren wir hier also auch schon. Schön. Freut mich. Gut, Leute. Ja. Dann würde ich sagen, wir holen uns mal noch dieses Tier da. Ich sehe ein Problem hier. Hallo. Und dann, ja, schade. Heute ein bisschen kürzer, aber es wird jetzt auch zu lange dauern, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, um alles hier an Ethanol abzugrasen, was es noch gibt. Ich mach das jetzt mal. Ich werde die Außenposten nochmal angreifen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Also dran geblieben. Reingehauen. Ganz liebe Grüße. Ja, euer Rob. Ciao.